Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X. So, ich nehme diese Folge hier nicht im Anschluss auf, aber das hatte ich ja gestern, als ich die letzte Folge aufgenommen hatte, ja schon bereits erwähnt. Wir haben Kimari nicht zurückgelassen und haben Seymour bekämpft. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich würde sagen, wir machen dann hier weiter. Yuna ist hier nicht dabei. Mit ihr sollten wir dann mal gleich sprechen. Ich denke, dass sie uns dann auch noch eine Menge zu erzählen hat. Ich möchte aber jetzt erstmal hier auf der linken Seite anfangen und möchte erstmal mit Lulu sprechen. Ich finde dein Kleid, das aus Gürteln besteht, so unfassbar mega. Ich finde das so toll. Yuna's off in the woods. Kimari's with her, but maybe you should go too. Really? Und sowas sagt sie? I think it might help if you were there. Aha. Woher kommt der Sinneswandel? It would be so easy to fight without thinking. Walk a straight line. So easy. It would be so easy to Okay, jetzt wiederholt sie sich. Ich hatte Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch was anderes sagt. Riku. Wonder what Uni will do, huh? Think she'll quit her pilgrimage? That's what you want, right? Well, if Uni really wants to keep going, then I guess I shouldn't stop her, you know? That's what I think anyway. Richtig, sehe ich ganz genau so. Und würde sie mit, egal wie sie sich entscheiden würde, ich würde beides unterstützen. I wonder if there's a way to perform the final summoning and not die. That'd be great, wouldn't it? Ja, das wäre es. I guess someone would have thought of it in the last 1000 years, huh? Waka? Must be tough for Yuna. We leave at daybreak. If Yuna figures out where we're going, that is. I feel kind of bad leaving everything up to her, you know? Naja, wenigstens schimpft er jetzt nicht mehr über All Bad. Vorerst zumindest. So, Orin, ich möchte mit dir sprechen. Maybe you should talk to her. I am tired. I am tired. Okay, alles klar. Kann ich Blitzball spielen? Entschuldigung, wollte dich nicht stören. Ah, super. Bin da richtig gut drin. Ach, jetzt geht's aber los. So. Nein, 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 nein. Okay, ich komme tatsächlich immer noch nicht ins Blitzball-Stadion. Das hat mich jetzt mal gerade interessiert. Okay, dann gehen wir mal zu Yuna. Und Kimari. Komme ich hier hin? Nee, hier komme ich gar nicht durch, ne? Aber hier würde ich eigentlich durchkommen. Okay, alles klar. Kein Dialog, gut. Verfolgt werden wir auch nicht. Hier ist Kimari. Hallo, mein Lieber. Hallo. Ah. Ach so, sie ist dort hinten. Okay. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dann wollen wir mal. This would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me. Everything. Everything? Well, so then, you know.
Yeah. I'm sorry. It's just, you know, all those things I said. Like, let's go get Sin, or about Xanarkand. I didn't know what would happen to you, Yuna. I guess... I hope it didn't make you sad. Forgive me. I wasn't sad. I was happy. Yuna! Just don't do it! The pilgrimage? Yeah. That's right. Forget all about Sin. About being a summoner. Forget all of that. You know, live a normal life. Come on now, Yuna, what do you say? Maybe I will. Wouldn't everyone be surprised? Yeah. Except Riku. She'd be with you. Lulu and Waka wouldn't hold out long. Kimari would say yes, too, I know. But Sir Orin... I'll make him understand, Yuna. It's the least I can do for you. No. I should tell him. He deserves it. What'll I do if I give up my pilgrimage? Hey! Xanarkand! Let's go to Xanarkand! Not the one in Spira, the one I'm from. Yeah, we can all fly there. Everyone can go. Then we'll have a big party at my place. And then we could see Blitzball. That's right. Your Xanarkand Aves would play? Yeah. We could all watch you play in a stadium all lit up at night. I'd cheer and cheer till I couldn't cheer anymore. Yeah, right on. Well, what about after the game? We'd go out and have fun. In the middle of the night? No problem. Xanarkand never sleeps. Will auch mitgehen. Let's go to the sea. Before the sunrise. The city lights go out one by one. The stars fade. Then the horizon glows, almost like it's on fire. It's kind of rose-colored, right? First in the sea, then it spreads to the sky, then to the whole city. It gets brighter and brighter, till everything glows. It's really pretty. I know you'd like it. I'd like to see it someday. Well, you can, Yuna. We can both go. You... I can't. I just can't. I can't go.
I'll continue. I must. If I give up now, I could do anything I wanted to. And yet, even if I was with you, I could never forget. I'll go with you. What? I'm your guardian. Unless I'm fired. Stay with me. Until the end. Please. Not until the end. Always. Always then. Maybe you should head back to camp first. Roger. Oh mein Gott, oder? Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, umso öfter ich sie sehe, umso mehr liebe ich sie. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel damals zum ersten Mal gespielt hatte und diese Szene als Kind gesehen hatte, da konnte ich mich da so gar nicht so mit auseinandersetzen, ja. Ich meine, ich war ein Kind, so, und die erste große Liebe, die kam dann bei mir auch viel später. Und jetzt, wenn ich mir das so in einem Erwachsenenalter dann anschaue, und ich denke mir so, oh mein Gott, wie unfassbar toll. Und spätestens jetzt hätte ich mich voll in ihn verknallt. Total. Vor allen Dingen, als er dann jetzt auch sagte, ich bleibe nicht zum Schluss, sondern ich bleibe für immer. Ach, du meine Güte. Bitte bleib für immer. So, jetzt werde ich aber nochmal hingehen, mal schauen. Ach, ich kann gar nicht mehr mit ihr sprechen. Okay, ich kann jetzt gar nicht hingehen. Okay, den Gesichtsausdruck von Kimari, ja, das kann man sich jetzt ausmalen, was der sich da jetzt gedacht hat. Ich denke mal, Kimari wird Yuna immer als kleines Mädchen sehen, das er beschützen möchte.
Wait. I'll go with you. Wie goldig. Er hat ja symbolisiert, dass sie ihre Reise nicht abbricht. Sir Orin? Waka? Lulu? Kamari? Riku? Everyone, we leave at dawn. And... I'm sorry for putting you through all this. And, Enough. You need your rest. Yes. Good night. Wie cool, ich würde da oben auch gern chillen. Mit Riku zusammen. Okay, Leute, Moment, wartet auf mich. Ich muss erstmal nochmal zurücklaufen, da ist doch noch eine Kiste gewesen. Die sollten wir doch unbedingt öffnen. Ring der Sänftigung, ach Gott, das ist jetzt schon der dritte Ring der Sänftigung, den wir haben. Dem ist doch so, oder? Der dritte, genau. Stummschutz, Konfusschutz. Der hier hat ja wenigstens noch Gift mit dabei. Wir müssen hier unbedingt beim nächsten Händler unbedingt mal alles verkaufen. Konnte ich hier noch irgendwie was aufsammeln? Ist hier vielleicht noch eine versteckte Kiste oder so? Nö. Hier ist auch nichts. Wunderbar. So, hallo? Schon gehört? In Bevel ist was los gewesen. Die Tempelkrieger... verwehren Fremden den Eintritt nach Bevel. Ein Tempelkrieger? Oh. Ich glaube, ab jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich aufpassen sollte. Vor bösen Überraschungen. Kann ich jetzt hier durchgehen? Aber mit dir kann ich jetzt auch reden, ne? Okay. Ihr könnt jetzt nicht nach Bevel. Hier herrscht der Ausnahmezustand. Zivilisten haben sich nicht einzumischen. Bin fort mit euch. Aber plötzlich. Ja doch. Ach so. Hier ist der Durchgang verboten. Ja, okay, ich wollte mich nur umschauen. So, hier bin ich dann im Makalania-Wald, ne? An der Ecke damals, als hier Lucille und Elmer stand. Hallo? Jack Speroid. Stimmt. Stimmt. Ja, den schauen wir uns an. They called Jekt, the man from Xanarkand. Are you not? What of it? Watch your tongue, knave. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Xanarkand. Seriously? I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Xanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home, we think. What say you? Great, let's go! So quick?
anything to get out of here. Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Braska, sir. Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Zanarkand, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here. Free at last. Now, Jekt. I am in your hands until we reach Zanarkand. Right, right. So, what's a summoner anyway? Ich finde Braska so sympathisch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Auch wenn wir bisher, oder ja, wir werden nicht so viel über ihn erfahren. Also eigentlich ist es ja doch schon viel. Aber für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das dann doch ein bisschen zu wenig. Ich würde viel, viel mehr noch von ihm wissen. Und auch von dieser Truppe, von dieser Reise, wie die damals gewesen ist. Das interessiert mich so sehr. Ich hatte das ganz vergessen, dass hier einer gelegen hatte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Alles klar. Das ist der Grund, warum ich hier hin bin. So, dann schaut mal, wir können jetzt hier entlang laufen und kommen so ans Ende. Wir kommen so ans Ende der des Magalania-Waldes. Also wir müssen dann nicht mehr komplett durch den Wald laufen. Da unten ist auch übrigens der Mann mit dem mit den Schmetterlingen. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, wir sind ja eben am Anfang gewesen von dem Magalania-Wald. Und wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dann kommen wir zum Ende und hier oben gibt es auch keine Zufallskämpfe. Also wenn man hier entlang läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, weil ich bin alleine. Ah ne, bin ich nicht. Bin ich alleine. Ich dachte, ich wäre alleine, weil die anderen schon ohne mich doch schon vorgelaufen sind. Genau, und hier sind wir damals hergekommen, wisst ihr noch? Genau, und hier konnten wir damals nicht entlang. Hier hat auch damals in Our Bad Lexikon gelegen. Ich sag damals, als wäre das schon ewig her gewesen, ne? Das war ja mal gerade vor 2-3 Tagen. Ich bin ja dieses Spiel hier so komplett am Durchsuchten und hab ja eigentlich gesagt gehabt, dass ich keine Videos auf meinem YouTube-Kanal ausfallen lassen möchte, nur weil ich dieses Let's Play ja so schnell wie möglich hier durchziehen möchte und ja bald veröffentlichen möchte. Ja, dem ist dann doch nicht so. Also ich habe dann doch schon hier und da ein paar Folgen oder mein Sendeplan ja, bin ich dann nicht so nachgekommen, weil ich dann hier dann doch Final Fantasy X aufnehmen wollte und auch musste, weil ich muss ja zu dem Wort stehen. Ja, ich sagte ja, dass ich das in ein paar Tagen abschließen möchte und veröffentlichen möchte und ich bin das hier voll am Durchsuchten. Also ich bin hier dann wirklich 8 bis 9 Stunden hier dann am Zocken. Ja, nicht nur am Zocken, ich muss ja dann auch noch die Videos bearbeiten, allem drum und dran. Also das ist dann, dann gehen dann wirklich dann schon 8 Stunden flöten, wenn ich dann 6 oder 7 Folgen dann am Stück aufnehme. Jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was du hier jetzt gesagt hattest, ne? Als ich noch klein war, haben wir immer den Weg benutzt. Bis plötzlich der Baum den Weg versperrte, der ihnen wohl gefällt hat. Ich mache gerade Pause. Auch die Abkürzung strengt ab und zu an. Ja, du möchtest mir einfach nur den Weg blockieren, damit ich hier nicht durchkomme. Schon in Ordnung, ist gar kein Thema. Dann bleib einfach hier stehen. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt sowieso hier hinkommen müssen. Ich glaube, das wäre jetzt sowieso jetzt aktuell noch ein bisschen zu früh, wenn ich jetzt hier was tun würde, was ich ja sowieso nicht kann, denn mir fehlen ja Sachen dafür. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Hallo? Wir wollten uns hier mit Fatih treffen, aber er kommt nicht.
Vielleicht hat Fatih den Treffpunkt vergessen. Seit Stunden warten wir auf meinen Mann, aber er taucht einfach nicht auf. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Nee, ihm ist nichts zugestoßen. Sollen wir den mal abholen gehen? Falls er denn jetzt schon da sein sollte. Denn eigentlich müsste er hier sein, wo wir jetzt eben gewesen sind. Und hier ist er auch. Hallo. Ich wollte mich hier mit meiner Familie treffen, aber von ihr fehlt jede Spur. Sie wartet dort drüben, hoffentlich findet ihr euch. Sie wartet dort drüben natürlich. Oh, tatsächlich? Danke, Junge. Okay, dann laufen wir ihm mal nach. Ja, das hier ist jetzt alles ein bisschen zu früh. Das kann man auch ruhig zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Aber ich mache das dann jetzt schon, bevor ich das später dann doch vergessen haben sollte. Obwohl man sowas ja eigentlich nicht vergessen kann später. So. Dank Ihnen haben wir uns endlich treffen können. Vielen Dank. Dank euch habe ich endlich meine Frau wiedergefunden. Aber mein Sohn ist in den Wald, um nach meinem Mann zu suchen. Ich werde ihn holen, aber in den Wald ist er ja direkt nicht, sondern der ist hier oben, jetzt wo die Frau gestanden hat und meinte, dass sie Pause macht. Ne? Und diese Frau, die ist jetzt weg. So, und hier oben steht er jetzt. Irgendwas Wundersames liegt in der Luft. Das ist bestimmt was. Bestimmt ist hier irgendwas versteckt, was es wohl sein mag. Diesen Ort sollte man sich merken. Das werde ich auf jeden Fall tun. Echt, du hast meinen Vati gefunden? Gern geschehen. Bitteschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So. Okay, kann ich hier was untersuchen? Muss ich was hier untersuchen? Nee, ich kann hier noch gar nichts machen, ne? Genau, aber wie der Junge schon sagte, diesen Ort sollte man sich merken. Sollte man sich unbedingt merken. Ja, okay. Dann werde ich mir das merken. Ich muss mir das so gar nicht aufschreiben, weil... ja, das ist das A und das O. Hab mir diese Stelle damals als Kind aber nicht gemerkt. Weil ich dachte so, okay, und... ja... ne, aber dazu dann alles nach seiner Zeit werden wir später genauer darüber sprechen. So, jetzt möchte ich aber nochmal kurz hier hin. So, hier gibt es jetzt aber auch nichts, was ich jetzt noch aufsammeln könnte. Ne, ist keine Kiste aufgetaucht, hier steht niemand, mit dem ich sprechen kann. Dann ist das so. Okay, gut, dann ziehen wir weiter. Ich hoffe, die anderen warten noch. Okay, und wir sind... in der stillen Ebene. Oh. Und Berg Gagaset. Ja, das ist klar. Da hinten rum geht's nach Berg Gagaset. Aber wir sind erstmal. Wir sind erstmal in der stillen Ebene. Und ich liebe die stille Ebene. Ich liebe die stille Ebene. Ich werde aber jetzt erstmal abspeichern. Okay, ich freue mich so. Ich freue mich so. Das glaubt mir niemand. Ich liebe die stille Ebene. Ihr werdet sie auch lieben. Bestimmt werdet ihr sie lieben. Hier gibt es so viel zu tun, so viel Tolles und oh Gott, es ist so toll. The Calmlands. Long ago, the High Summoners fought Sin here. The road ends here. Beyond. There are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. I've always known where to go. I won't let you die. I'll find a way somehow. Thank you.
Ich liebe diese Gruppe so sehr. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. Ja, das kann ich verstehen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir tatsächlich eine Lösung finden. Heides. Oh Gott, ist das schön. Okay, außer da hinten diese Stelle, die erinnert mich ein bisschen so an was anderes. Stopp, ich möchte erstmal hier nach hinten laufen. Oh mein Gott, das wird so toll, oh mein Gott. Und es gibt hier echt eine Menge zu erledigen. Es gibt hier sehr, 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 sehr viel Arbeit. Damit werde ich mich dann halt selber auseinandersetzen müssen mit dieser vielen Arbeit. Ich werde euch da natürlich nicht bei all dem drin lassen. Ich werde vieles offscreen erledigen müssen. Sehr, sehr viel offscreen erledigen müssen. Aber das ist ja gar kein Thema, weil ich mache das sehr gerne. Und ich habe es mir ausgesucht. Ich wollte das, ja. Ja, okay. So, warum bist du nicht gestorben? Hey, wo sind wir denn hier? Kannst du mal bitte damit aufhören? Okay, das hier war gar nicht mal so schlecht, Eulen. Das war wirklich nicht schlecht. Dafür, dass wir eigentlich hier mit Magie arbeiten sollten. Okay. Oh, Feuger. Feuger schon. Okay, Feuger ist jetzt nicht so nett, aber ich möchte dich auf jeden Fall bestehlen. Hitzestein. Hitzestein ist gut. So, hier drehen wir mal den Spieß um und du darfst den Löffel abgeben. 744 Eulen. Meinst du, du kannst auch mal so viel austeilen wie eben? Das habe ich mir fast gedacht. Gar kein Problem, wir nehmen nochmal einen Feuer entgegen. Was sollen wir denn auch sonst tun? So, dann du dann nochmal klauen. Ja, das ist schade. Hätte gerne nochmal einen Hitzestein mitgenommen. So, aber jetzt Eulen, oder? So, dann ist er raus. Oh, ich sitze hier gerade ein bisschen ungünstig hier auf meinem Stuhl. Ich glaube, ich könnte demnächst Kreuzschmerzen bekommen. Das ist nicht so toll. So, obwohl ich das weiß, dass es ungesund ist, dass man so sitzt, setze ich mich trotzdem so hin, ne? Das ist ganz toll. So, High Potion Kraftsperoid Wundersperoid erhalten. Okay. Ah, ja. Hier liegt eine Feder. Können wir die untersuchen? Können wir diese Feder untersuchen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das können. Oh, selbe Gegnerkonstellation. Es gibt noch andere Gegner hier anzutreffen. Es gibt ja auch andere Gegner. Und später wäre ich froh, wir würden die ein und selben Gegner jedes Mal antreffen. Und dem ist aber dann doch nicht so. Okay, ich werde Lulu mit reinnehmen. Eulen, du kommst jetzt mal raus. Dann benutzen wir Aisra. So, reicht Aisra? Müsste eigentlich reichen, oder? Ja, das reicht total. So, du darfst trotzdem mal klauen. Traumpuder gestohlen. Oh, jetzt ist der schon wieder tot. Och, nö. Kannst du mal bitte aufhören, meine Leute kaputt zu beißen? Das muss wirklich nicht sein. Ah, siehst du, hätten wir den Rächer ausgerüstet, dann würde er jetzt kontern. Komm, dann setzt du mal Aisra ein. Dürfte vielleicht dann auch schon reichen. Oder auch nicht. Aber das ist ja dann auch im Endeffekt egal, denn das hat definitiv gereicht. 1440 Erfahrungspunkte. Mega Potion. Haben wir eben auch einen Mega Potion bekommen? Ich glaube nicht. Ja, nee, ich kann hier gar nichts. Also hier passiert gar nichts. Also ich muss dann hier mit einem Chocobo hin, ne? So wie damals, als wir die Minenstraße entlang sind mit dem Chocobo. Das ist doch, als wir das erste Mal ein Chocobo geritten haben. Okay, neue Gegner. Oder ein Teil neuer Gegner. So, nein, nicht angreifen. Auf jeden Fall klauen. Klau erstmal hier die Biene. Klau mal die Biene. Das ist eine Giftkralle gewesen. So, Gemetzel darfst du gerne einsetzen. Sehr schön. Du darfst überwiegend die Biene angreifen, bitte. Okay. Ja, oh nein, jetzt ist sie vergiftet. Och nö, und tot ist sie auch. Och nö, das muss nicht sein. So, aber immerhin. Du bist dann schon mal raus, Flammenpudding. Tidus. Was mache ich mit dir? Das habe ich mir schon gedacht, dass der ausweichen wird. Und jetzt sind wir vergiftet. Oh, Mann. Okay.
Auf jeden Fall eine Phönixfeder für Riku. Ich glaube, jetzt stirbt Tidus. Wegen der Zustandsveränderung Gift. Schwarzmagie. Blitzra. Okay, es dürfte hier dann auch gerade Eis reichen. Eis und dann bist du raus. Sehr schön. Tidus, du kommst raus. Wir holen Eulen rein und Eulen, dann kannst du ihn hier erledigen. Das ist doch hier so dein Spezialgebiet. Aber wir konnten immerhin noch das Monster erledigen. Sogar mit einem Blindeffekt. Wunder und Zeitsperoid erhalten. So, hallo. Oh mein Gott, ich freue mich so hier zu sein. Okay, das sind dieselben Gegner gewesen wie nicht vorhin, aber den Kampf davor. Es war der Roboter, der Feuerpudding oder Flammenpudding und dieser Wolf ist da mit dabei gewesen. Oh, hallo, stimmt. Noch eine Handgranate geklaut. Das sind dieselben Gegner gewesen. Roboter, Pudding und Wolf. Und ich habe mir ganz vergessen, Notizen zu machen. So, den Zeitstempel aufzuschreiben, ab wann ich schneiden muss. Das muss ich ja dann immer mir aufschreiben, ansonsten habe ich das vergessen. So, hallo. Perhaps you'd like to know a bit about these planes. Ich möchte alles über die stille Ebene erfahren. Ich bitte darum. As you know, these planes were once a battlefield. A great battle between Bevel and Zanakund, a melee of Machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Da kann man mal sehen. Naja, im Endeffekt ist es ja jetzt dann doch gut ausgegangen und es ist toll, dass hier dann fast gar nichts ist in der stillen Ebene. Aber da kann man schon mal sehen, dass die Leute aus Bevel schon damals nicht mehr alle an der Waffel hatten, ne? Möchtest du noch mal was dazu sagen? Ja, bitte. There's a chasm, a great rend in the earth in these parts. A scar left from High Summoner Gandalf's bitter battle with Sin 400 years past. Okay, ich dachte, du wolltest mir vielleicht noch was anderes erzählen. Like to hear about this place once more? Möchtest du das jetzt wiederholen oder möchtest du jetzt tatsächlich weiter erzählen? Er hat da nicht weiter erzählt, ja, sondern er hat es noch einmal erzählt. Ich habe euch das Ganze abgekürzt. So, werde jetzt dann mal hier runterlatschen. So, diese Dame hier. Hallo, stehen bleiben. Lauf nicht an mir vorbei. Ich muss mit dir sprechen. Chance zum Präventivschlag. Okay, alles klar. Ah, ich wollte euch eigentlich raus. Ich habe es zu spät gesehen, dass das hier wieder dieselben Gegner gewesen sind. Jetzt seid ihr dann doch mit drin. Sehr gut, Walker. Aber das geht ja ganz schnell, denn der hier ist jetzt auch raus. Und auf Wiedersehen. Okay, ging ja dann doch ziemlich schnell. Ah. Und dann auch wieder 1440 Erfahrungspunkte sind es gewesen, ne? Schlafschutz, High Potion, Kraftsperoid, Wundersperoid erhalten. Hallo, stehen bleiben. Stopp, 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 stopp. Hallo, stopp. Verlaufen? Willst du nach Bevel? Kein Problem, immer mir nach. Nein, nach Bevel will ich nicht. Diese Ebene ist ziemlich groß. Nicht, dass du mir irgendwo zusammenklappst. Nö. Hatte ich nicht vor. Gut, alles klar. Die läuft jetzt nach Bevel. Und das sind auch dieselben Gegner gewesen. Ich glaube, hier oben findet man nur diese Gegner. Das finde ich gut. Das sollte ich mir vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, hallo, Chocoballs. Hallo. Was ist denn jetzt los? Aha. Hallo. Hallo. Ich glaube, du möchtest mir was verkaufen, oder?
Willkommen bei Rins mobilem Reisebedarf. Wir führen allerlei nützliche Waren. Bevor Sie sich in die Weiten der Ebene stürzen, sollten Sie sich hier eindecken. Okay, Ausrüstungen bitte. Ich schaue mir das gerne an. Wow, 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 wow. Der Meisterstab. Okay, 38.625. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich... Wow, 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 wow. Okay, aber da finde ich dann wirklich dann doch die Ritterlanze doch einen Tick besser. Auch wenn hier jetzt Z-Angriff, aber ich zaubere ja mit Kimoi nicht so viel. Boah, ich brauche eigentlich das ganze Geld. Ich brauche so viel Geld wie möglich. Ich meine, ich verkaufe ja auch noch die anderen Waffen. Oh, vielleicht sollte ich hier ein bisschen... Z-Angriff 10 plus 3 durchschauen. Dann könnte ich aber noch was draufbappen. Nee, wisst ihr was? Das ist es mir nicht wert. Zauberkonter. Zauberkonter. Aber Tidus kann doch gar nicht zaubern. Weißschützer. Kälte 50%, Nässe 50%, HP plus 5%. Nö, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Stein und Sturmwall. Stein und Sturmwall. Ich muss überlegen. Ich sollte hier aufpassen. Fällt mir gerade ein. Ich sollte gucken, dass hier irgendjemand Konfusschutz bekommt. Und so weiter und so fort. Energieband. MP plus 20, 10 und plus 5. Ja, aber Eulen braucht halt auch keine... Der braucht das nicht. Das ist der falsche Mann. Autokur. Heilarm. Autokur. Wisst ihr was? Das hier hole ich. Ganz sicher, ja. Und das werde ich auch gleich ausrüsten. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Reise. Ja, gut, Items bitte. Denn wenn ich ja jetzt Kurarm habe, dann sollte ich mich dann vielleicht dann auch ein bisschen damit eindecken, damit ich dann auch Sachen habe. So. Okay. Gut, ich werde dann jetzt Waffen verkaufen. Kann ich hier Waffen verkaufen oder muss ich dann extra auf Ausrüstungen gehen? Ja, ich muss direkt auf Ausrüstungen gehen. Okay, ich werde euch dann da rausschneiden. Okay, ich habe alles verkauft, was ich persönlich als überflüssig fand. Ich habe versehentlich eine Waffe verkauft, da habe ich im Nachhinein gedacht, so, oh scheiße. Das ist doch echt ein bisschen blöd gewesen, diese Waffe hättest du vielleicht aufheben sollen. Und zwar ist das eine Waffe von Warga gewesen mit Steinschlag. Ich dachte, oh, die wäre doch gut gewesen. Aber ich war dann mit den Finger und mit den Daumen ein bisschen zu schnell und hat sie dann verkauft. Ich habe diese Waffe mal aufgehoben. Präventivschlag. Gemachschlag ist ausgerüstet. Diese Waffe habe ich aufgehoben, weil sie noch 3 freie Slots hat. Ich glaube, später kann ich mir damit noch was Cooles draufbappen. Steinschutz habe ich mir aufgehoben. Okay, Moment, ich sehe gerade, das hier ist, habe ich zweimal. Okay, da bin ich dann nicht aufmerksam genug gewesen. Ich dachte, oh, Steinschutz hebe ich mal auf. Denn es wird die Zeit kommen, da werde ich mit Stein konfrontiert. Hier dasselbe, Steinwall. Sturm, Konfus und Giftschutz. Das werde ich Yuna gleich direkt ausrüsten. Wer die stille Ebene kennt, der wird wissen, dass es hier Gegner gibt, die ein bisschen gemein sind und sehr hinterlistig. Und es könnte direkt zu einem Game-Over-Bildschirm kommen. Aber wie gesagt, mehr möchte ich nicht vorwegnehmen für die Leute, die, falls es Leute gibt, die sich dieses Let's Play anschauen und das Spiel nicht kennen. Durchschlag und Blindschlag hat er aktuell ausgerüstet und da dachte ich, oh, die könnte ich eigentlich verkaufen, weil wir haben ja hier noch den Durchschlag und Angriff plus 3%. Ja, also noch so ein kleiner Bonus. Und da könnte ich ja dann auch noch irgendwas anderes draufbappen, ja, das eine negative Zustandsveränderung dann noch zusätzlich austeilt. Das Giftband hat er ausgerüstet, das ist klar, deshalb ist die mit dabei. Die Stichlanze habe ich aufgehoben, wegen dem Durchschlag- und Durchschauen-Effekt. So, die Ritterlanze ist klar, ist aktuell ausgerüstet. Tobsucht und Blindschutz, das bekommt Kimoi auch gleich direkt ausgerüstet. Genau, Emerald Weapon, genau wegen dieser Z-Abwehr. Wunderwappen, weiß ich nicht, warum das drin ist. Das habe ich dann wohl übersehen, das werde ich beim nächsten Mal verkaufen. Und das war's dann auch schon. So, okay, dann werde ich jetzt, genau, werde ich das mal direkt ausrüsten. Okay, Lebenswappen bleibt. Autokur bleibt.
Du hast nur den Gelbschützer, ne? Okay. Yuna Weisenstab. So, aber du bekommst Ring der Sänftigung. Wird die Rüstung angelegt, verringern sich die HP. Trotzdem fortfahren. Ja, das ist kein Thema. Giftband kommt auch. Okay. Ne, Giftband bleibt drin. Ja, da könnte ich dann später noch ein bisschen was umbauen. Das hier kommt weg. Okay, Steinschutz. Ne, mit Stein werden wir hier, glaube ich, nicht... Doch, werden wir. Mir ist gerade ein Gegner eingefallen. Steinschutz. Schaut mal, dieser rote Reif ist hier noch, wo wir den her haben. Ich glaube, damals aus dem Tempel bei... als wir Ifrit gefunden hatten, ne? Und diese Kiste, der rote Reif, der war in dieser Kiste drin, die wir öffnen konnten, nur durch den Fraktura-Speroiden. So, Blind- und Tobsuchtschutz, genau. Alles klar. Dann bin ich hier ja ein kleines bisschen safe, würde ich mal meinen. Ich würde gern zum Speicherpunkt rüberlatschen, um direkt abspeichern zu können, falls irgendwas schief gehen sollte. Okay. Okay, was tue ich hier? Ich möchte dich aber bestehlen und das werde ich jetzt auch tun. Denn ich finde die Giftkralle ziemlich toll. So, Walker, dann kümmere du dich mal hier um diese Biene. 302, ich muss dich auswechseln. Das macht aber nichts. Wer konnte noch zaubern? Yuna. Yuna, du kannst doch noch zaubern. So, allerdings nur mit Eis, aber das macht gar nichts. Oh, mit Eis hat sie ihn sogar gelegt. Mein lieber Scholli. Sehr schön. Item Phönixfeder für Riku. Ey, die hat den mit Eis gekillt. Wie mega ist das denn bitte? Okay, ja, die Zauber, ihre Zauber oder Magiezauber, ihre Zauberwerte, die sind ein bisschen höher als die von Lulu. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Tut mir leid, ich muss da mal gerade mit euch jetzt hier mal ins Menü. So, Magiewerte 33. Ja, Yuna hat Magie 49. Also sie ist halt jetzt aktuell eine bessere Schwarzmagierin, als Lulu es eigentlich ist. Aber wenn wir schon gerade davon sprechen... bei Ability ist das, ne? Lulu Vita, genau, heil du uns mal bitte. Du hast mehr MP als Yuna, meine ich mal zumindest, ob dem tatsächlich so ist. Ja, es ist so. So, und schnell rüber zum Speicherpunkt. Ich muss dort unbedingt hin. Ich habe keinen Bock, dass hier jetzt was schief gehen könnte. Und es geht Gott sei Dank nicht schief. Wir können was basteln, Leute. Wir basteln wieder. Und wisst ihr, was wir basteln? Wir haben einmal die neue Giftkralle und Traumpuder würde ich mal nehmen. Und Risikohaupitze. Alles klar. Die sind ja alle erledigt. Ah nein, die Bienen schlafen. Die schlafen doch nicht. Die sind doch erledigt. Okay, dann komm du mal raus. Wir holen Kimari rein. Kimari setzt doch dem Ganzen ein Ende. So, bestehlen und dann ist auch fertig. Und wir haben noch 3 Handgranaten. Perfekt. Ja, jetzt bekommt Oren und Walker keine... Erfahrungspunkte, aber immerhin. Risikohaupitze. Ich hätte auch gerne, Moment, ich gehe dann auch nochmal gerade mit euch ins Menü und zeige euch das mal mit Riku. Ich hätte gerne das hier alles voll. Das habe ich noch nie gehabt, dass das hier alles gefüllt gewesen ist. Das hätte ich gerne mal. Einfach nur, weil der Vollständigkeitshalber, das liegt an mir. Das ist so mein Tick, den ich habe. Und ich wollte noch irgendwas sagen und jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Gott sei Dank. Schön, dass ihr da seid. Achso, ja. Ich wollte sagen tatsächlich, dass mich das damals sehr überrascht hat, dass es dafür keine Trophäe gab. Ja. Also wenn ich Entwickler wäre und ich würde da so diese Trophy-Liste organisieren, ich würde dann sagen, okay... Die Ekstase-Liste von Riku, die müsste auf 100% sein, um eine Trophäe zu bekommen. Aber hier sind dann die Entwickler dann doch ein bisschen netter gewesen, als ich das bin. Moment mal. Nee, Weißmagie hat er. Okay, ich weiß nicht, hast du Durchschlag auf der Waffe? Nee, ne? Du hast nur die hohen Angriffswerte auf deiner Waffe. So ist das gewesen. Komm, dann bestehe du trotzdem hier nochmal die Biene, damit wir die Giftkrallen wieder bekommen. So, der ist dann raus. Mit einem vernichten 5178 Orlen. Was geht denn mit dir ab? Okay, du darfst dann auch hier Flammenpudding bestehlen.
So, okay, Mari, ich muss dich mal mit Yuna auswechseln. Yuna, Schwarzmagie, Eis. Denn Eis reicht hier völlig aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Komm, dann besteh du ihn mal. Vielleicht klappt's ja nochmal. Okay, hat nicht funktioniert. Das macht aber gar nichts. Waka, du darfst dann hier diese tolle Biene erledigen. Vernichtend. 1118. Was will ich mehr? Was wollen wir mehr? 2400 Erfahrungspunkte, ein Traum. Okay. So, kommt Leute, schnell. Lasst uns hier hin. Zum Speicherpunkt. Okay, wunderbar. Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What you say? Please, tell us what has happened. Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Kinnock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. What of Bavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Kinnock, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Okay, es ist offiziell. Die Tempelkrieger sind hinter uns her. Also wir sollen vor den Tempeln fernbleiben. Ja. Ja, wir sollten dort wegbleiben. Glaub mir, wir sollten dort wegbleiben. Hier, Meister Zook. Was ich hier sehr toll fand war, also er scheint ja Lulu zu kennen. Die beiden kennen sich. Und er hat ja jetzt gerade gesagt, er hofft, dass die Reise hier weitergeht. Gerade ihretwegen, ne? Leider erfahren wir jetzt vorerst nichts darüber. Und wir erfahren in dem ganzen Spiel nicht wirklich so viel darüber. Aber das wäre auch sowas, was ich sehr schade finde, dass das nicht tiefgründiger so in diesem Spiel erklärt, weil ich mich gerade noch, als ich Kind gewesen bin und dieses Spiel zum ersten Mal spielte, war ich eigentlich so mehr, ja, da war mein Lieblingscharakter mehr so Lulu gewesen, muss ich doch tatsächlich zugeben, bevor ich dann später älter wurde und mich dann mehr so mit Kimari identifizieren konnte, fand ich Lulu immer ganz toll. Und ich wollte so viel über sie wissen und das hat mich dann später dann doch ein bisschen traurig gemacht, dass man doch nicht so viel über sie erfahren hat, ja. Okay. So viel dazu. Ich werde dann jetzt endlich abspeichern, damit ich auf der sicheren Seite bin und werde an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.